Follow your serious. Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder einen Tag für euch und zwar hat die liebe Marv mich mal wieder getaggt und zwar zu dem Follow Your Serious Tag und ich habe mir gedacht, ich mache die mal noch jetzt für euch dieses Jahr so fix so vor Weihnachten und so und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1, welche Reihe war die erste, die du gelesen hast? Ich habe mich hier für die erste Buchreihe entschieden, die ich angefangen habe zu lesen, wo ich wieder angefangen habe zu lesen, denn ich hatte es in früheren Videos schon mal erklärt, für alle, die jetzt neu sind, ihr wisst das natürlich noch nicht. Ich habe nach meiner Kindheit ganz, ganz viele Jahre nicht gelesen und habe erst vor 5 Jahren ungefähr oder so wieder angefangen, wirklich aktiv zu lesen. Und die erste Buchreihe, die ich damals wieder angefangen habe zu lesen, war diese hier, die Biss-Reihe von Stephenie Meyer. Ich bin ehrlich gesagt über den Twilight-Film auf die Bücher gekommen. Also ich habe erst den ersten Film gesehen, ehe ich dann die Bücher gelesen habe. Aber ich fand den Film damals so unheimlich gut und ich finde auch den ersten Film heute noch wirklich sehr, sehr gut. Was die anderen Filme betrifft, darüber lässt sich streiten, wie die sind, aber ich fand den ersten Film gut und ich finde ihn auch immer noch gut. Und auf jeden Fall bin ich dadurch auf diese Bücher gekommen und ich habe diese Reihe geliebt. Ich habe die total weggesuchtet. Ich habe den ersten Band mir gekauft, damals noch in der Filmausgabe und habe den durchgesuchtet, habe den zweiten gekauft und den dritten und der vierte war damals noch nicht erschienen. Das heißt, ich musste dann bei dem vierten Teil auch warten, bis der rauskommt. Und das war so das erste Mal nach ganz, ganz vielen Jahren, dass ich wieder warten musste auf eine Fortsetzung, die mich auch wirklich interessiert hat, wo ich auch wirklich das Buch lesen wollte und ja, Bis zum Morgengrauen war das erste Buch einer Reihe, die ich wieder angefangen habe, nachdem ich ganz, ganz lange nicht gelesen habe. Und ich werde diese Bücher auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr nochmal zu lesen und zu rereaden. Und mir steht hier was ab. Was ist das? Wo gehörst du hin? Frage Nummer 2. Welche Reihe ist deine längste? Wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich diese Buchreihe hier gelesen habe, die Gestaltenwandlerreihe von Nalini Singh, das ist der erste Teil, Leopardenblut. Diese Reihe hat inzwischen 15 Bände, Band 15 habe ich hier noch rumkullern, den habe ich jetzt noch nicht gelesen, der ist diesen Monat erst erschienen. Und ja, die ersten 14 Bücher habe ich gelesen und das ist definitiv die längste Reihe, die ich jemals gelesen habe und die ich auch besitze. Aber ich finde sie ganz, ganz toll. Und wer Erotik, Fantasy, Geschichten mag, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Ich liebe sie immer noch. Und es gibt bessere Teile, es gibt schlechtere Teile in dieser Reihe. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie einfach nur mega, mega cool. Und schaut sie euch an, es ist ganz, ganz toll. Frage Nummer 3. Welche Reihe sollte nie enden? Und ich habe mich hier für eine Reihe entschieden, die jetzt erst begonnen hat. Also da ist erst der erste Teil erschienen. Und zwar die Hardware Love Stories von Samantha Young, das ist der erste Teil der neuen Buchreihe. Der zweite kommt nächstes Jahr im März raus. Und ich weiß jetzt schon, dass ich diese Reihe absolut lieben werde. Ich fand den ersten Teil wirklich wieder sehr, sehr gut. Ich finde die Charaktere, die Samantha Young schreibt, einfach unglaublich toll. Und ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz traurig sein werde, wenn diese Reihe irgendwann mal enden wird. Aber ich glaube, es werden 6 Bände oder sogar 7 für diese Reihe und das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Vergnügen an der Reihe, ehe die dann irgendwann mal vorbei ist, aber ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz traurig sein werde, wenn die Hardware Love Stories zu Ende sind. Aber wie gesagt, sie hat jetzt erst angefangen, das heißt, ich werde noch sehr viel Spaß mit dieser Reihe haben und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Frage Nummer 4. Auf welche Reihenfortsetzung freust du dich am meisten? Hier habe ich mich für einen Spin-Off entschieden und zwar den Spin-Off von der Dämonentochter. Die Dämonentochter-Reihe von Jennifer L. Armentrout ist ja jetzt abgeschlossen. Das hier ist der 5. und letzte Teil und es gibt ein Spin-Off, was nächstes Jahr im HarperCollins Verlag erscheint und zwar ist das die Götterleuchten-Reihe. Im Englischen heißt es die Titan-Reihe. Und hier geht es um einen Nebencharakter von der Dämonentochter, der da seine eigene Geschichte bekommt. Ich kann jetzt nicht sagen, um wen es sich handelt genau, weil sonst würde ich euch hier die Geschichte schon ein bisschen spoilern und das möchte ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig doll auf diese neue Reihe von Jennifer Armentrout. Ihr wisst, Jennifer Armentrout ist meine Queen. Ich liebe sie. Ich liebe ihre Bücher, die sie schreibt. Und ja, freue mich da wahnsinnig doll, wenn im Juli dann das neue Buch, wie heißt denn der erste Teil, wartet mal, und der heißt, jetzt muss ich mal abgucken, Erwachen des Lichts. Ich blende euch mal hier das Cover ein, dann wisst ihr schon mal, wie das aussieht. Und ich empfehle jedem, bevor ihr diese neue Reihe anfangt, lest die Dämonentochter-Reihe, weil wie gesagt, es ist ein Spin-off zur Reihe und ihr würdet euch sonst, was diese Reihe betrifft, sehr, sehr arg spoilern. Und das ist irgendwie doof. Aber ja, ich freue mich auf diese Reihe. Frage Nummer 5.
Von welcher Reihe lässt du die Finger? Ich habe mich hier entschieden für die Chicago Stars Fire Reihe. Sina, es tut mir leid, ich werde mir nie merken, wie diese Reihenbezeichnung heißt. Auf jeden Fall hat mir die liebe Sina diese Bücher hier empfohlen von Susan Elizabeth Phillips und es sind Erotikromane, auch wenn sie absolut so nicht aussehen. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, nach 50 Seiten war ich tierisch genervt, habe dann bis zur Hälfte ungefähr quer gelesen, was so Seite 200, 250 ist, weil dieses Buch auch relativ dick ist. Und ich kam absolut nicht mit den Charakteren klar, ich mochte den Schreibstil nicht, ich... Ja, war einfach nicht mein Buch. Und ja, deswegen, diese Reihe werde ich definitiv nicht weiterlesen und werde ich auch definitiv nicht beenden. Und ja, so leid wie es mir tut, Geschmäcker sind nun mal verschieden und ich habe schon Angst, dass Sina der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, nicht gefällt. Weil wir haben schon teilweise einen sehr ähnlichen Geschmack, aber teilweise gehen wir komplett auseinander. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, so ist das. Aber diese Reihe werde ich definitiv nicht weiterlesen. Frage Nummer 6. Welche Reihe ist dir im Gedächtnis geblieben? Es gibt bei der 6. Frage nur eine Antwort. Die Obsidian-Reihe von Jennifer Larmentrout und ich halte hier stellvertretend für die ganze Reihe meinen Lieblingsteil der Reihe in die Kamera und zwar Origin. Ich fand dieses Buch so unglaublich gut. Ah, es war so toll. Das ist der vorletzte Teil der Reihe und ich mag die ganze Reihe unheimlich gern. Auch wenn hier die Meinungen sehr, sehr zwiegespalten ist, was die Reihe betrifft, mochte sie einfach und ich liebe die Charaktere, ich liebe den Plot, ich liebe den Schreibstil, alles toll. Und diese Reihe ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben und ich liebe sie und ich finde die Cover immer noch so unglaublich schön. Das sind, glaube ich, die schönsten Cover, die ich im Regal stehen habe. I like it! Und es reflektiert. Frage Nummer 7. Welche Reihe hättest du am liebsten nie begonnen? Ich habe mich jetzt hier für eine Reihe entschieden, die schon abgeschlossen ist, die ich auch zu Ende gelesen habe, aber die ich so rückblickend betrachte, lieber nicht gelesen hätte. Und zwar die Bestimmung von Veronica Roth. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil geliebt und ich liebe diesen ersten Teil auch immer noch. Aber schon mit dem zweiten Buch lässt das so unglaublich nach. Die ganze Story lässt nach. Der Schreibstil ist einfach ganz anders als am Anfang. Die Charaktere werden einem unsympathisch und die ganze Geschichte wird einfach unglaubwürdig. Und so sehr wie ich diesen ersten Teil liebe, was den zweiten und dritten betrifft, wünschte ich mir, ich hätte ihn nicht gelesen. Weil es ist einfach so... Der zweite geht ja immer noch, aber der dritte ist so einfach so unglaublich schlecht. Der Schreibstil ist komplett anders. Da hat man das Gefühl, dass das eine ganz, ganz andere Person geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns nur an der Übersetzung liegt, aber das glaube ich irgendwie nicht, denn es ist alles so ganz anders und wie gesagt, so sehr wie ich den ersten Teil liebe, so beschissen finde ich den dritten. Damit wären wir dann auch schon bei der letzten Frage und zwar Frage Nummer 8. Welche Reihe möchtest du als nächstes beginnen? Und bei dieser Frage habe ich mich entschieden für Ashes von Ilza J. Bick. Das ist der erste Teil. Es sind insgesamt 4 Teile in Deutsch, also ist es eine Tetralogie. Im Englischen ist es nur eine Trilogie, aber man hat hier wieder mal den letzten Teil aufgesplittet. Und ich weiß, dass die Meinungen hier sehr, sehr auseinandergehen, dass viele den ersten Teil wirklich sehr gut fanden, den zweiten dann wirklich sehr schlecht und... ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf diese Reihe und ich hoffe, dass sie mir gefällt. Und wenn der zweite Teil doof ist, werde ich trotzdem weiterlesen, weil ich einfach denke, dass das eine ganz, ganz coole Reihe ist. Und ich habe schon von einigen gehört und gesehen, auch auf YouTube, die die komplette Reihe gelesen haben, dass es im dritten und im vierten Band dann auch wieder besser wird und nicht mehr ganz so schlimm sein soll wie im zweiten. Aber ja, die Reihe möchte ich auf jeden Fall als nächstes mit. Das war mein Follow Your Series Tag und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Habt ihr bestimmte Buchreihen, die ihr am liebsten niemals gelesen hättet? Oder gibt es Buchreihen, die ihr wirklich niemals vergessen werdet? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss!